Ihr seid wieder bereit. Dann los. Ja, jetzt haben beide mehr Probleme mit dem Kegel, den mit dem Frisbee abzuräumen. Jetzt hat Caselli den Kegel. Lambi jetzt mit Problemen. Caselli aber mit Problemen beim Football. Jetzt sind wir wieder pari. Ah, der war knapp von Joachim Lambi. Ah, der geht soeben rein von Caselli. Der ist schon wieder am Basketballkorb. Aber ja, so ein Ei hat er nicht oft geworfen, Joachim Lambi. Aber Caselli hat Probleme beim Basketball. Da ist noch alles drin. Lambi kommt jetzt auch zum Basketballkorb. Der ist sehr kurz von Lambi. Alles möglich. Immer noch kurz und Caselli trifft. 2-0. Aber das war schon mal eine ganz enge Geschichte. Immer knapp. Aber stark. 2-0. Aber man sieht, selbst wenn man am Anfang Schwierigkeiten hat, wenn der andere auch nicht trifft, kommt man auf einmal wieder ran. Also niemals aufgeben. Ja, eine große Rolle spielt, ob du dir gleich Sicherheit holst mit einem frühen Treffer auf den Kegel, dass du ein bisschen Ruhe reinbekommst. Aber das sieht von zu Hause auf der Couch oder wenn du da stehst, Elton, oder ich hier sitze, sehr einfach aus. Ist es aber nicht. Nee, also 2-0 für René. 5 muss man gewinnen. Ihr seid wieder bereit? Ja. Dann los. Ja. Beide knapp vorbei bisher. Die rauschen alle vorbei. Jetzt ist Lambi vorn. Jetzt ist Caselli da. Lambi jetzt schon am Basketballkorb. Lambi, oh, der geht hammerscharf vorbei. Und da ist er, Lambi, von kurz auf 1-2. Und ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Das ist keine Mission Impossible für Joachim Lambi. Und das war ein sauschneller Durchgang. Da zeigt er, was möglich ist. Sag mal, ich muss mal sagen, du wirfst besser als Buschi. Hast du schon Basketball irgendwie ein bisschen, bisschen profimäßig oder so? Nee, Profi nicht, aber ich habe früher mal, daher kommt auch der Name Magic Lambi. Ohne Quatsch. Ich habe früher in der Schulmannschaft und sollte auch mal in Homberg in der Landesliga spielen, ist aber schon 40 Jahre her. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mit verbundenen Augen geworfen. Das stimmt nicht. So, 2-1. Joachim Lambi kommt ran. So, komm. Jetzt muss man gewinnen. Gleicht Lambi aus zum 2-2. Bitte. René, einen hinlegen. Sorry. Immer. Ja, ich passe auf. Hast du vorher nicht gesagt? Nee, aber jetzt. So, 3-1 für René oder 2-2? Ihr seid wieder bereit? Das ist jetzt die Frage. Los. Oh, beide treffen sofort. Jetzt ist René Caselli vorne, ist schon am Basketballkorb und gewinnt. 3-1 Caselli. Das ging so ein bisschen schwierig. Ja. Scheiß Football. 3-1. Ja, man muss aber auch sagen, das war ein super schneller Durchgang von Caselli. Das stimmt. 3-1. Er braucht noch 2 Durchgänge, dann gewinnt er. Ja, das staunt ja, ne? Cool, let's go. Und es macht so viel Spaß. Das ist doch auch. Ja, aber reizt Joachim Lambi nicht. Reizt den nicht. 3-1, noch ist gar nichts entschieden. Ihr seid wieder bereit. Los! Jetzt wieder beide zunächst mit Problemen. Caselli hat aber seinen Kegel abgeräumt, ist beim Football. Lambi Probleme und Caselli ist schon wieder beim Basketball. Eine Technik, die nicht viel mit Basketball zu tun hat, das ist vollkommen egal. Wer trifft, hat recht. Lambi trifft! Verkürzt auf 2-3. Sensationell! Lambi verkürzt. Und jetzt hat er das Publikum. Jetzt hat Lambi das Publikum. Und die Stimmung kippt hier so ein bisschen in Köln. Das Publikum schwenkt über zu Joachim Lambi. Wird der zum Wurfmonster hier?